Was? Fuck my life, das ist einfach Mini-Baby-Villager-Zombie. Ein Mini-Baby-Villager-Zombie, oh. Ja, ja. Er ist noch kleiner als ein Baby, ist ein Mini-Baby, der ist nur noch ein Pixel groß. Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reforged Battle mit dem Retro TV. Guten Tag, ich wurde irgendwie aus der. Ich war eigentlich in einem Loch am Ende der letzten Folge, aber jetzt ist das weg. Ja, das ist aber immer so. Es muss an der Welt liegen. Das war auch schon so, als Server. Als Domse den Server hatte, nicht als Server den Domse hatte. Es leckt auch ein bisschen, finde ich. Ja, das liegt jetzt an dem neuen Server, aber. Aber jetzt richtig stark sogar bei mir gerade. Es ist noch vertretbar, aber trotzdem. Ja, ja, nee, aber das haben wir ja gemerkt. Das liegt ja an dem Server. Ja, aber das ist gerade ein bisschen stärker bei mir. Ja, gerade eben. Ja, jetzt ist tatsächlich ein bisschen mehr als sonst. Aber es verbessert sich wieder, glaube ich. Ah ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Richtig, richtig. Okay, mein Essen ist fertig. So, ich kann wieder ein bisschen regenerieren. Gut. Was halt jetzt echt das Beste wäre, finde ich, wenn Vendetta und Team Banane und Vendetta und Team Banane und Story. Nein, alles klar. Nein, Team Banane und Exolo kämpfen. Ja. Oder? Das wäre schon krass. Ich finde, das ist so die beste Lösung, weil dann killen die sich so gegenseitig und wir haben freie Bahn erstmal wieder. Ich finde es natürlich sehr, sehr geil, dass unsere Base halt im gesamten Projekt, obwohl das relativ nah am Spawn ist, wirklich noch nie gefunden wurde. Hier wurden sogar schon direkt neben Bäume abgefackelt, weil da waren ja mal mehr Bäume und so, das haben wir ja auch irgendwann mal mitgekriegt. Aber unsere Base ist und bleibt unentdeckt eigentlich, oder? Das ist voll geil eigentlich. Also was die Base betrifft, sind wir definitiv die Sieger. Was die Base betrifft, so der Preis für die bestversteckteste Base bei einer offensichtlichen Base-Regel. Jetzt mal Real Talk, auch unsere erste Base. Wir waren bis jetzt irgendwie, finde ich, zumindest immer die mit der besten Basis. Naja, gut, die wurde relativ sehr schnell gefunden, ne? Ja, aber sie sah cool aus, wie ich finde. Sie hatte eine coole Aussicht, ja. Ja, aber wir jetzt hatten sie neue, gar nicht lange. Auch ganz cool, ja, dieses Hobbit-Ding da, ja. Hm. Ja. Oh ja. By the way, apropos Basis, mir wurde in den Kommentaren angeschrieben, dass wir mal nach Domses Basis suchen sollen. Oh. Aber wir wissen ja nicht, wo die sein soll. Ja, bei dem Portal. Wir dürfen ja auch die Folgen von ihm jetzt gucken. Na, ich weiß halt, ja. Aber was Basis angeht, das ist eigentlich eine Grauzone. Was, wenn in der Basis noch was ist. Ja. Aber warum sollte halt in der Basis noch was sein? Dann hätten sie es verwendet. Wo ich halt denken könnte, wo er sein könnte, ist halt da, wo das Nena-Portal war. Aber wo ist da die Frage dann? Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Das haben sie ja selbst gesagt, dass die Basis das muss da ist. Genau. Richtig. Ich weiß ja nicht. Also ich meine, wir könnten ja, dann hätten wir wenigstens was zu tun. Dann können wir da mal hingehen. Würde ich aber echt nicht machen. Guck mal, wir haben ja immer noch unsere Höhlen. Ich farm schon wieder Eisen. Wir machen uns jetzt nochmal Eisenrüstung und ein bisschen Waffen wieder und dann ist gut. Und dann gucken wir nochmal. Was hältst du davon? Wenn wir dann jetzt nochmal sterben sollten, ja, und dann auch nicht. Dann haben wir keine Tickets mehr und haben nur noch das Leben, genau. Genau. Was hältst du davon, wenn wir dann das machen? Ja, mal gucken, je nachdem, wie sich die Situation dann entwickelt. Ich hätte da voll Bock drauf. So eine kleine Quest von wegen, ja, so eine Schatzsuche, weißt du? Hm. Das wäre voll cool. Und ich meine, wenn mir da schon jemand schreibt, ja, da, wir sollen da hingehen, dann kann doch auch sicherlich was sein. Eventuell. Ich weiß es ja nicht, ne, aber das wäre irgendwie cool. Und wenn da was wäre, dann, ich würde mich so feiern. Nicht mich, aber ich würde das so feiern. Aber dann wär's halt auch wieder so ein spoilermäßiges Ding eigentlich, ne? Ich meine, wir schauen ja nicht die Folgen, wir wissen ja nicht, was sich dann dort befindet. Wir müssen ja erstmal dann dahin gehen. Aber wenn dir schon jemand sagt, hey, guck mal, da ist eine Basis und da ist vielleicht noch was, auch wenn das Team jetzt schon draußen ist, so, das ist halt dann schon unfair, ne? Mir wurde ja nicht gesagt, was da ist. Und ja, aber da ist nochmal, das ist ja schon eigentlich ziemlich... Mir wurde nur gesagt, sucht mal nach Domses Basis. Ja, wer weiß. Na, vielleicht ist es auch einfach nur so just for fun, aber dann... Und wenn, ist egal. Ich hätte voll Bock drauf. Komm, ja, ich weiß ja nicht. Lass es machen, bitte. Ja. So die letzte Sache, die man machen könnte. Oh, das ist ein kleiner Mini-Zombie, das ist kacke. Oh, zwei sogar. Uiuiui. Uiuiui. Okay, komm, verpiss dich. Danke sehr. Junge, danke. So, ach, da ist ja noch. Genau, als ob. Was? Fuck my life, das ist einfach Mini-Baby-Villager-Zombie. Ein Mini-Baby-Villager-Zombie, oh. Ja, ja. Er ist noch kleiner als ein Baby, ist ein Mini-Baby, der ist nur noch ein Pixel groß. Definitiv. Mann, wo bin ich hier? Ich bin gerade irgendwo dort, wo wahrscheinlich gar keiner ist. Also echt jetzt, das ist hier so eine Gegend, hier ist einfach keiner wahrscheinlich. Das ist ganz gut für mich. Weil ich bin halt low as fuck gerade. Ja. Ja. Ich hab 48 Eisen. Sogar an der Grenze.
Der World Body. Du hast gar keine Rüstung, oder? Nee. Das ist schlecht, weil dann reichen 48 halt gerade mal für die beiden Rüstungen. Ja. Das Ding ist halt, ich kämpfe gerade. Wo ist der? Da ist er. Ich kämpfe gerade gegen die ganzen Mobs und so, ja. Warte mal. Ach komm. Hallo, hallo. Danke, stirb doch mal. Danke sehr, Enderman. So. Ich kämpfe gegen die Mobs, ja. Loot ein bisschen und hol mir Essen. Und du könntest ja da einfach hier Eisen farmen. Ja, ja, ich bin ja auch dabei, aber. Trotzdem, es ist halt dann. Ich einfach, weißt du, dann übernehme ich hier die Aufgabe des Fleischsammlers, ja, des Jägers, ja. Oder so nennt er. Und du halt Ohrsammler, also. Boah. Shit. Mein Schwert ist down. Das ist kacke. Das ist echt mal ein bisschen jetzt auch was wegen meinem Leben. Hab nämlich nur noch 7 Herzen. Nur noch 17? Oh mein Gott. Genau. So. Ah. Verdammt, ich kann mich wieder einbauen. Also, der Reforged-Mod ist eigentlich nur gut gewesen die ganze Zeit für die Katanas. Die sind halt geil. Die sind halt wirklich nützlich. Da ist echt keine andere Waffe mehr, die man verwenden könnte, ne? Nee. Da könnte man vielleicht da nochmal gucken, nochmal da vielleicht. Weil wir haben doch damals rausgekriegt, dass die ganzen Waffen sowieso ihre Effekte gar nicht vertreten. Ja. Ist voll schade, weil sonst hätte ich gesagt, ne, für die letzten Aufgaben, die man so hat, könnte man da nochmal gucken, ob man da was mitmacht. Mhm. Also. Aber ich weiß nicht. Da gab es ja auch immer die Diskussion von wegen, was ist da jetzt verboten und was nicht. Und deswegen, glaube ich, begibt man sich da auf zu kontroverses Gebiet. Ich habe gerade 2,5 Herzen. Alter, du kannst jetzt nicht... Und hier sind Skelette. Richtig viele. Tu das... Nein, komm, du musst dich irgendwie einbauen können. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mach ich jetzt auch, hallo. Ist gut. Als ob du jetzt stirbst. Nee, oh mein Gott, das war jetzt aber knapp. Junge, nee, so blöd kann man gar nicht sein. Ich hab mich noch gerettet. Aber echt jetzt mal, Junge, sei safe. Wie lange habe ich noch? Wie lange geht die Folge noch? Die Folge? Oh, die Folge ist gerade mal bei der Hälfte, aber ich glaube, die Schutzzeit ist jetzt schon so langsam vorbei von uns beiden, ne? Ja. Das Ding ist, ich habe da gerade in der Nähe ein Dorf in der Wüste gesehen. Ja, gibt ja so wenige Dörfer, hey. Ja, aber irgendwie, ja, ich habe da ein bisschen meine Bedenken. Ah, fuck, okay. Noch ein Essen, dann kann ich erstmal wieder regenerieren. Ich habe gerade richtig ein Hungerproblem, ne? Kann ich mir vorstellen. Also richtig, ist voll das Problem. Ganz schnell eine Workbench placen. Ich hab kein Holz, doch, ich hab auch Holz, okay. So, ich kümmere mich drum, dass wir wieder Stands haben, ja? Okay. Also ich habe jetzt wieder eine volle Rüstung und eine Stand mit 4 Magazinen. Nietzsche. Gut. So, ich habe wieder eine Katana, ein normales Schwert und eine Pickaxe. So. Jetzt läuft das Ding noch wieder. Ich habe Essen, das ist auch super. Okay, gut. So. Es geht weiter. Ich kann wieder generieren, hab wieder half. Du brauchst ja auch noch eine Stand wieder, oder? Ja, natürlich. Ja, gut. Wobei, wäre es jetzt vielleicht klug, eine andere Waffe zu nehmen? Nee, es ist halt wirklich die günstigste mit den meisten Schüssen sofort direkt. Also es ist halt the way to go für uns. Na gut. Alles andere kostet halt mehr und das können wir uns halt gerade echt nicht leisten. Wir sind am Existenzminimum, was das angeht. Ja. Und ich hatte Full Deer. Naja. Bazooka regelt halt, ne? Ja. Das ist halt das Ding dabei, ne? Na gut, ich habe wieder auch ein bisschen Iron. Ja, so, wie viel habe ich gerade? Ich packe mir das mal in die Hotbar. So habe ich einen besseren Überblick. Aber so, ich habe 4, 5, 6. Die Sache ist halt, egal, okay, wenn wir jetzt noch komplett gewinnen sollten, wäre das halt so nett. Nicer Bonus, aber eigentlich ist es halt mir ziemlich egal mittlerweile schon, ja, fast, weil wir haben halt eigentlich alles erreicht, was wir wollten. Richtig, wir haben ein ganzes Team ausgelöscht, praktisch gesehen, oder wir waren dafür verantwortlich, dass ein Team. Wir hatten so viele, nicht entspannte, spannende Folgen und. Richtig, richtig. Und alles. Wir waren auch wirklich das Team gewesen, was von Anfang bis zum Ende noch durchgehalten hat und nie gesagt hat, ja komm, ich höre jetzt hier auf oder so oder scheiße hier, ne? Ja, so wie so ziemlich alle anderen bisher. Genau, eigentlich alle anderen bisher, ne? Daraus jeder extrem verzockt haben gesagt, sie hören. Was? Richtig, auch offscreen hat jeder bis jetzt auch mitunter gesagt, dass sie jetzt keinen Bock mehr haben auf das Projekt. Ich will jetzt wirklich keine Namen nennen. Genau, wieso? Es war ja bisher jeder so.
Nein, ja, stimmt, wobei daraus extrem jeder. Verzockt haben sie es gemacht. Domso und Annie ist halt so, die Sache ist halt so halb verschuldet. Also hätten die beiden wirklich durchhalten wollen, dann hätten sie es auch irgendwie geschafft, aber sie sind halt so ein bisschen YOLO durch die Gegend gelaufen, nachdem wir sie gekillt haben und sind halt dadurch dann gestorben. Also das war so halbes, ja, jetzt hat alles keinen Sinn mehr mäßig-däßig. Mhm. Und ja, Julia halt auch. Und das sind ja alle. Richtig, richtig. Ja, ist halt schade, ne, aber gut. So, mein Spitzhacke ist an. Wir sind echt das einzige Team bis jetzt gewesen, was wirklich durchgegangen hat und auch wirklich spannende Folgen bis zum Ende jetzt hatte. Wie ich finde. Ja, ja. Deswegen, also wir können stolz auf uns sein. Wir haben vieles erreicht. Ja, also wenn wir jetzt aufhören sollten, weiß der Geier auch warum, dann wäre ich damit auf jeden Fall zufrieden. Ne? Genau. Jeder hat einen Kill von uns gemacht. Ja, das passt eigentlich alles, alles läuft. So, ich bin an einer Höhle. Mit hast einigen du mittlerweile Sachen. Denn so Essen? Ist auch da, bitte? Essenmäßig? Läuft ja ein bisschen. Kann besser laufen, aber es läuft. Okay. Ich hätte voll Bock, einen Bogen zu machen, Mann, aber die Waffen sind halt einfach besser. Geil, Alter. Erstmal einen Bogen machen. Voll Bock, einen Bogen zu machen. Ich könnte sogar, wenn ich hier Glück habe, eine volle Eisrüstung machen. Ja, aber willst du nicht nur essen und dann direkt herkommen? Ja, aber ich bin gerade in der Höhle. Ich brauchte ein bisschen Abwechslung zur öden, ich sag mal, Overworld, ja. Ja, aber willst du nicht lieber die Priorität darauf setzen, jetzt zurückzukommen? Ist eine Möglichkeit. Hast du mir jetzt schon Full Iron gemacht, oder wie? Kann ich direkt machen, also das Eisen ist nee, da. Nee, mach mal bitte nicht, mach mal nicht. Mach einfach jetzt erstmal deine Rüstung, ja, ja. Deine es, Waffen. Ist schon. Genau, gut. Hast du meine Waffen auch? Ja klar, ich kann es jetzt direkt machen, also wäre alles wieder bereit eigentlich. Also ich würde halt gerne noch eine Bazooka dabei haben, wenn es geht. Meh, das wird nichts mehr. Ich hätte voll Bock drauf, komm schon. Nur weil du Bock drauf hast, ist das, können wir die trotzdem nicht machen. Warum, was fehlt? Die günstigste war ja die Piat. Genau. So, die Piat kostet, die Piat war hier, kostet alleine schon 24 Eisen. Und kein dann Ding, ich habe gerade genau 28 Eisen. Jede und Munition nochmal 5 Eisen und 3 Gunpowder und das haben wir einfach nicht. Kein Problem, Quantum. Nein, das haben wir nicht. Nicht verzagen, Retroid fragt. Das ist zu viel, Junge. Da können wir uns lieber ein paar hundert Schuss mehr machen von dem ganzen Ding Zeug. Ist halt, ich habe mindestens 60 Eisen gerade, ne? Ich könnte richtig easy, ich baue das hier eben ab und sofort wieder im Game drin. Ist halt so. Ne? Ich mach das einfach. Weil eine Stan soll ich dir trotzdem machen, oder? Eine Stan kannst du auf jeden Fall machen. Ganz klar. Ja. So, dann jage ich jetzt Creeper. Eisen ist wieder da genug. Oh, ich könnte meine Rüstung wieder auf ein niedriges Level verzaubern. Ich habe viele Öfen, das heißt, ich brauche nur ein bisschen Kohle und dann kann ich auch direkt alles gleichzeitig ganz, ganz schnell hier fertig machen. Warte mal, was war mit dem Zaubertisch? Hast du den in deiner Enderkiste? Der steht in unserer Basis ganz vorne, glaube ich, ne? Nee, den Zaubertisch, der ist abgebaut. Stimmt. Den müsste ich irgendwo haben. Ha? Hast du den in der Enderkiste, weil dann kann ich jetzt nämlich nicht verzaubern. Ja, weil ich habe den sicherlich nicht mitgenommen, so behindert bin ich nicht. Nee, dann ja, nein, kann ich dann tut's mir leid. Und wie lange geht die Folge noch? Knapp, ja, mehr als eine Minute noch. Okay, super, dann hol ich mir hier noch ein bisschen Iron. Farm auch noch ein bisschen, falls ich noch was finden sollte. Aber dann sollte ich mindestens wieder für eine Bazooka Munition haben. Also 24 kostet, ja, wow, also komm, das ist easy. Das ist nicht easy, das ist verdammt viel. Ja, brauchen wir Holz dafür irgendwie noch? Nee, Holz nicht. Also eigentlich nur das Eisen, ja, und das Gunpowder. Ja, Eisen easy. Und Gunpowder. Läuft, easy. So, auf Creeper-Suche. Ich brauche wieder ein bisschen Essen. Okay, ich habe einiges an Iron dort, dann, ja, okay. Wie viel Eisen hast du denn noch gerade? Im Inventar gerade 27 und im Ofen ist noch ein bisschen was. Ja, und du hast für alles, was du haben wolltest, hast du jetzt, ja? Nee, also mehr Munition wäre schon schön. Und halt deine Rüstung habe ich nicht. Ja, das ist egal. Pass auf, dann mache ich mir jetzt die Rüstung, ja? Und halt die, halt vielleicht irgendwie eine Pickaxe noch aus Eisen, so, keine Ahnung. Und dann komme ich zu dir, ja, und dann gucken wir nach, wie viel Bazookas wir machen können und auch wie viel Munition wir machen können. Wie viel Bazookas steht gar nicht zur Debatte, maximal eine. Wobei, ja,
Also wenn ich mit dem Trippi fertig bin, ohne Scheiße. Bist du verrückt, so mehrere Bazookas. Weißt du, wie viel Eisen das kostet? Ohne Scheiße, du glaubst mir gerade echt nicht, aber ich habe hier so viel Eisen gerade. Ja, ne? Trotzdem könnte man damit so viel mehr machen. Ja, schon. Okay, ich bin immer viel Eisen. Okay, das ist schon mal eine Sache. So, dann mache ich mir noch eine Pickaxe aus Iron, falls ich Diamanten finden sollte. Hat er gerade eine Karotte gedroppt? Na, egal. Hab ja sowieso so viele. Wer hat eine Karotte gedroppt? Hä? Wer hat eine Karotte gedroppt? Na, ein Zombie, wer denn sonst, Mann? Achso, ja, natürlich. Aber ich weiß es nicht, sah nur so aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Okay, ich bin ja Full Iron, ne? Das ist alles safe. Du hast noch 27 Eisen dort bei dir. Das ja, aber jetzt ist auch die Folge zu Ende. Gut, dann, ja, wenn es dir gefallen hat, lass mal ein Like da, schau bei uns an und vorbei und, das Eisen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, oder? Bis dann und ciao. Ciao, Leute.